So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es ein kleines Video von einem Server mal wieder oder generell ein kleines Spielmodus-Video. Ich hatte gehört eigentlich, dass es ab sofort Battle Royale Fortnite im Stil in Minecraft auch gibt auf Hypixel. War gerade drauf und habe festgestellt, dass das gerade offline ist, aber ich meine, ich hätte das schon mal irgendwo gesehen oder so. Anscheinend geht das gerade nicht, dann würde ich aber ein bisschen umswitchen und vielleicht ein paar andere einen anderen Spielmodus oder so austesten. Ich habe hier noch was gesehen, einerseits The Pit ist relativ beliebt und hinten The Bridge. Bridge habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber hier in dem Pit war ich mal drin. Würde ich auch gerne mal reingehen und wie ich das verstanden habe, das ist sinnloses Kloppen und man verliert auch nichts. Man kann immer wieder aufs Neue hier reingehen und sich mit Leuten schlagen und man sammelt dabei Gold. Hier rechts sieht man dann den Grammanteil, wie viel Gold man eingesammelt hat, wie viel EP man fürs nächste Level braucht. Man hat ein eigenes Level-System, wo man dann hochgeht und man kann sie Items zulegen, die verliert man aber dann, wenn man stirbt. Und für was brauchen wir denn Obsidian im PvP? Einfach nur, um zu blockieren, oder was? Und 250 ist halt teuer, sag ich jetzt mal. Wüsste nicht, warum. Also man stirbt da ständig unten drin, warum man sich das dann holen sollte. Und hier gibt es Active Players, welches Level die entsprechend auch haben. Kann ich gerade gar nicht nachvollziehen, weil ganz oben ist nicht der mit dem höchsten Level. Hier gibt es auch welche, die sind schon auf 111 und so. Aber man hüpft hier dann rein und schlachtet sich die ganze Zeit hier unten drin ab. Und irgendwie sind auch welche mit Dierrüstung drin, sage ich mal. Zack, tot. Keine Ahnung, ob der da unten ewig drin ist und sich ständig nur hier abfarmt oder sowas. Und man muss sich einfach die ganze Zeit hier mit anderen kloppen. Und eventuell kriegt man einiges an Erfahrungspunkten noch. Oder man hüpft ein bisschen weiter weg. Und dann gucke ich mal, ob ich mit dem aufnehmen kann. Ne, natürlich nicht. Eins gegen eins kannst du auch vergessen und die haben halt hier auch bessere Waffen und keine Ahnung was. Das ist ein bisschen chaotisch. Ich habe das Sinn von diesem Spielmodus irgendwie noch nicht so wirklich getestet. Wie der sich auch die ganze Zeit heilt. 250 Gold, 250 Gold, 250 Gold. Erzähl mir keinen, als ob der so schnell so viel Gold kassiert. Und das ist einfach nur ein reines Gemetzel hier drin. Ja, die ganze Zeit töt. Jetzt bin ich Level 14 auch schon, aber ich hab. Wie schnell die da Gold kriegen oder was? Erzählt mir doch keinen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Streak ist, wenn man immer mehr und mehr, mehr killt, dass man immer mehr und mehr Gold kriegt. Und ich glaube, das ist so ein Typ, der einfach die ganze Zeit übelst viel einsammelt, weil er einfach die ganze Zeit jeden klatscht. Lol, der hat aber gar keine Rüstung ein, kann das sein? Hast du nix? Ja. Ja, und es gab 20 Gold, was ich den jetzt geklatscht habe. Genau, und der konnte ich jetzt hier auf Doom ran, den kriegst du auch nicht kaputt. Glaube ich. Gefühlt. Ich habe noch keinen Diatypen irgendwie sterben sehen. Die gehen einfach lang und schnetzeln alle mit Eisenrüstung niedriger. Und sammeln dann ihr Gold. Gut, vielleicht liegt es auch an der Rüstung und keine Ahnung, was alles. Ja, hier. Der holt einfach einen am anderen, der ist nicht kaputt zu kriegen. Der hat schon 3, 4, 5 Leute geklatscht, ja. Keine Chance. Ja, und hier wahrscheinlich auch wieder ein neuer, der alles abfarmt nur. Okay, ich habe den Sinn des Spielmodus noch nicht so ganz kapiert, aber ich weiß ich nicht. Wer Lust auf sinnloses Kloppen hat, der kann das hier gerne mal testen. Ansonsten, ich möchte jetzt die ganze Folge damit verbringen, deswegen ich gehe wieder zurück. Back to Lobby und wir testen mal das mit der Brücke aus. Das wäre dieser andere, eventuell noch beliebte Spielmodus. Da schauen wir ebenfalls mal rein. Play the Bridge. Na komm, wir gucken mal, ob das geht. 1 gegen 1 gegen den Gegner. Gurkensalat heißt Joint. Ja, das ist halt der Nickname. So, und ich muss mal gucken, das Konzept jetzt verstehen. Wie funktioniert das? Cage ist oben in 4 Sekunden und dann muss ich jetzt hier betteln, oder wie? Okay. Ich gehe einfach mal rüber, spontan. Strategie, ja gut, da komme ich nicht hoch. Und hier komme ich auch nicht hoch. Ja, GG. Ich hätte da keinen Block, um mich da hochzubauen. Your goal, defend. Drop mir irgendwo Sachen oder so. Ah, jetzt habe ich hier dir. Ah, jetzt habe ich Pickaxe bekommen, Bogen, goldene Äpfel oder so. Bogen hat Infinity oder was? Ne, da, okay, der hat eine gewisse Dauer. Okay. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Das muss ich. Okay. Ich bin in mein eigenes Goal gejumpt. Genieße den Void Death. Okay. Hat auch Efficiency 2 als Teil.
Ja. Weiß noch nicht ganz. Okay, ich glaube, der weiß auch noch nichts mit sich anzufangen. Jump into score, okay. Jetzt habe ich gescored. Ich habe gewonnen, mehr oder weniger, weil ich in das Ding rein bin. Okay. Oh nein, ich bin runtergefallen. Er aber auch. No. Na, ah, schade. Okay, dann, keine Ahnung, als ob man sich jetzt hier ignoriert und einfach random zum Gegner reinläuft immer. What? Oh nee. Als ob ich das. Okay, das ist auch verstanden. Ja. Dann rennen wir jetzt einfach random an uns vorbei, ignorieren uns und gut ist oder so. So, der fällt jetzt runter. Oh Gott. Da mal natürlich ein bisschen Basteleien hier am Sch. Ist mir jetzt egal. Oh nein, 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 nein. Da hat er mich aber kurz vor knapp erwischt. Oh, da habe ich auch gerade schon wieder verkackt. Nope. Ja, so vom Spielmodus her ist es etwas seltsam, weil Fighten wird dadurch letzten Endes vermieden, als das mehr, als dass man dann halt wirklich kämpft auch. Ja gut, und ach, kann ich dann verhindern. Ja, man fightet einfach nicht. Man rennt bekloppt an sich vorbei. Ich habe halt versucht, ihn parallel noch irgendwie dabei runterzuschmeißen oder so. Aber das passiert halt nicht. Ja gut, ist mir egal. Ich bin jetzt möglicherweise schneller. Ja. Oh nein. Ah, wieso? Er hat so viel Knockback, ja? Und ich habe dem Schwert gekloppt, der fällt nicht mal vom Felsen runter. Sehen wir doch keinen. Guck, der hat nur mit der Faust schon übelst Knockback. Wieso hat er das? Und der hängt jetzt wieder hier? Okay, ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ich glaube, ich habe ihn wieder. Ja. Nein. Ich komme halt so einfach nicht darüber. Guck, ja. Ja, komm, geh rein. Geh halt einfach rein. Ein Versuch noch, ey. Aber was denn, ich finde den ein bisschen seltsam hier. Ich glaube nicht, dass den nochmal spielen würde oder so. Der kann ja halt einfach ganz entspannt vorbeilaufen, ja. Und, oh, ich habe ihn geklatscht. Sehr gut. Naja, den habe ich nicht erwischt. Ja, der ist uns heute noch gleich hinterher gefallen. Habe ich ihn erwischt irgendwo? Nope. Und er hat gewonnen. Tschüss, dann lauf halt rein. Also, es muss schon sagen, ist seltsam irgendwie, der Spielmodus. Man versucht zu vermeiden, zu fighten und läuft einfach ins gegnerische Loch rein. Erinnert ja auch wieder so ein kleines bisschen an Bad Wars, nur dass man nichts zerstören muss, sondern halt irgendwie reinspringen muss. Und hier gut. Da gibt es oh, gibt schon Leute, die haben 2500 Wins. Alter, wie kann man das so. Nein, 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 stopp, 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 stopp. Lobby, Lobby, Lobby. Halt. Lobby. Ah, gut. Ah, ich bin raus. Da hat jemand schon echt Hardcore gespielt. Also worauf ich ein bisschen hoffe, dass im nächsten Mal hier das Battle Royale aufgeht. So ein bisschen im Fortnite-Stil hätte ich mal das zu. Ansonsten, ja, muss ich halt warten bis demnächst. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn, das Krachen. Weiter.
kleines Server-Video ansonsten von den Spielmodi, was so neu sind. Und ciao, ciao.